Es ist nach wie vor einfach ein cooles Game, das muss man einfach sagen. Ich finde es einfach echt schade, dass es halt so ist, wie es ist. Jetzt zum Beispiel in Third Person und mit der Geschwindigkeit, die ich jetzt habe, ist auch schon wieder komplett anders und macht auch schon wieder anders Spaß und dann juckt mich die Grafik auch nicht mehr so doll irgendwie. Keine Ahnung, ist vielleicht auch nochmal interessant, das so, ja, mitzubekommen. Jetzt mal aufpassen, dass wir uns hier selbst nicht umlegen. Ankylos haben wir hier auf der Insel. So viel zum Thema aufpassen, was uns selbst nicht umlegen. Wie ein Held springt er hier runter. Ja, okay, wir brauchen noch mehr Stein. Aber wir haben unten auch Stein in der Bucht. Und wir brauchen natürlich auch noch den grünen Iro, ne? Ist klar, ich glaube, da habe ich schon ein paar Beeren für gesammelt. Das ist ja auch irgendwie neu, dass du jetzt Farben anders herstellst. Und wir können noch mehr Level machen, wenn ich den Petri habe. Dann geht es auch nochmal anders los. So, jetzt mal aufpassen, dass ich jetzt hier niemanden boxe aus Versehen. Das wäre schon mal gut. Ich habe jetzt keinen Bock zu sterben. Vielleicht sollte ich dann nicht hier hinten hingehen. Habe ich mir gerade so überlegt. So, noch ein bisschen Stein rausklöppeln. Es geht. Also es ist okay von der Grafik, finde ich. Gerade jetzt irgendwie in Third Person. Ich werde wahrscheinlich mehr Third Person spielen als in der First, obwohl ich First lieber mag. Es ist einfach weniger schwammig und nicht so anstrengend für die Augen. Das ist einfach der Punkt. Aber sonst, ich habe schon wieder Bock hier auch auf das Spiel, ne? Sonst würde man ja auch nicht immer wieder zurückkommen. Das ist ja das Faszinierende bei Ark irgendwie. Dass man dann doch immer nochmal wieder sich das hier auch gibt. Wir brauchen noch Leder und Stein. Aber ich würde sagen, wir ballern jetzt erstmal die zwei Fundamente hier hin an den Strand. Machen wir einfach mal hier unten. Dann müssen wir da jetzt nicht groß was wegarbeiten. Habe ich ja auch ein Tutorial zu einer coolen Base, die genau da steht. Also nicht hier am Strand, sondern da hinten drin. Und Pfeil und Bogen wäre auch schon mal vielleicht was, dass wir Pfeile herstellen. Wie viele? Wir können welche herstellen? Ja, komm. Alles herstellen. Und den Bogen. Wo haben wir den Bogen? Wie stumm? Da ist er. Einmal herstellen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Gesundheit ich das ist auch so geil, ne? Ich habe zu so vielen Themen Videos gemacht. Und unter anderem ja auch ein Video dazu, wie man seinen Charakter irgendwie skillen kann. So, wir suchen uns jetzt einen Para, der irgendwie alleine steht und nicht in so vielen anderen Dinos drin ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auf 300 Gewicht war und... Ja. Was heißt dieses Symbol hier eigentlich? Der Magnet. So. Ah. Der läuft ja weg, ne? Also wäre eine Bola eigentlich schlau gewesen. Ich habe irgendwas gegessen, ich weiß nicht was. Das war, glaube ich, nicht so gut. Ich hätte Damage-Marker noch gerne an. Muss ich mir merken. Ich glaube, das ist einfach die Zielhilfe, oder? Dass er dann auf den getaggt ist. Er bleibt stehen, warum auch immer. Versuchen wir mal zu nutzen. Weil wir können ja auch gleich eine Armbrust und sowas machen. Das ist ja übel gut. Ja, übel gut auch, wie gut das hier funktioniert. Ach, jetzt läuft er weiter. Ach, das hat doch gut funktioniert. So. Oh nein. Oh nein. Mein Herz. Wie schlimm. Einfach die Mutter genommen. Naja, machst du nix. Ist dann halt so. Das Leder haben wir zusammen. Feuerstein, Stein, Fasern. Fasern kriegen wir hier auch schnell gesammelt. Einmal die Axt wegnehmen. So, Stein. Kriegen wir auch. Das war aber ordentlich, dass wir einen Stein brauchen, glaube ich, ne? Gucken wir mal schnell. Ja, 125. Dann hauen wir mal. Und so Geschichten wie
dass die Übersetzung jetzt hier nicht stimmt. Also der Character Editor, Editor ist wirklich lächerlich. Und auch das Menü, wo man so die ganzen Werte einstellen kann für den Singleplayer, ist auch lächerlich, die Übersetzung. Und auch in der Intro-Sequenz war auf jeden Fall mal ein Rechtschreibfehler drin. Da wurde dann statt einem Doppel-S bei Muss wurde ein SZ verwendet und so. Also, ja. Möchte jetzt auch kein Grundenkacker sein, aber irgendwie, ne, ist es halt ein großer Titel und dann kann man das auch schon mal, glaube ich, erwarten, dass da einigermaßen die Dinge zusammengehen auch, ne? Würde ich zumindest meinen. Ist es schon fertig gecraftet? Ja, würde ich schon sagen. So, noch ein bisschen Holz. Bisschen Holz. Oh, der Boden ist ja cool. Das Ding ist ja, wenn ich recht informiert bin, sollen ja sowieso neue Konsolen rauskommen, ne? GTA 6 ist ja angekündigt und das ist ja auch interessant dann, damit da... Ah, lockt das jetzt? Ah, cool. Also das finde ich, glaube ich, gut. Wenn man das vielleicht noch ausschalten kann. Finde ich das, glaube ich, gut. So, ich kann doch hier Holz reinballern einfach, ne? Und dann kann ich das nicht irgendwie so rüberhauen. Wie kann ich alles rüberhauen? Ablegen, Feuer entzünden, Transfer all Items. Das möchte ich nicht. Ich mache erstmal so. Das müsste passen. Dann brennt das jetzt durch. Wir haben auch eine Treibstoffanzeige drin. Das finde ich auch cool, dass halt auch eine Minutenanzahl drin steht, ne? Wie lange du das noch nutzen kannst und so. Also es sind schon auch gute Sachen dabei, das muss man schon sagen. Das muss man wirklich schon mal sagen. Metallbarren, die kommen gleich. Wir brauchen jetzt noch Stein. Ich kann noch ein bisschen mehr auf Gesundheit gehen. Ich weiß nicht, ob ich da bei 300 war oder so. Weil irgendwas muss ich gemacht haben. Ich hatte auf jeden Fall hohe Ausdauer. 150 hatte ich, glaube ich. Bewegungsgeschwindigkeit war ich vielleicht bei 160, 170. Resistenz hatte ich nach oben. Restgesundheit, glaube ich, immer, ne? Schauen wir mal. Was wird... Mörser und Stößel wäre auch eine Idee für Betäubungspfeile. Wo haben wir den? Da. Dann wäre vielleicht noch eine weitere Plattform auch eine coole Idee. Ja, wir ballern mal Stein nochmal durch eben. Ja. Das kriegen wir ja gut hin. Wie schnell geht denn das? Ah, drei haben wir schon. Ja gut, dann ballern wir jetzt weiter durchkommen. Ja, wie gesagt, also vom Ding her bin ich, glaube ich, schon... weiß nicht, positiv überrascht ist auch viel, ne? Bin ja schon immer kritisch unterwegs und... ich finde es trotzdem nicht gut, wie es halt läuft auf der Konsole. Das muss man mal ganz klar sagen, aber... also auf dieser Konsole explizit, ne? Das ist der Series S. Es ist ja nun mal das schwächste Glied da irgendwie im Bunde, aber... trotzdem, alles, was ich bisher gezockt habe... läuft eigentlich gut. Da haben wir die 5. Nein, ich hab's ausgedrückt. Da haben wir die 5 schon. Ich hätte nochmal gerne... ich habe ja auch Ark Survival Evolved als Spiel hier für die Xbox Series. Da muss ich, glaube ich, nochmal den Vergleich machen. Den Grafikvergleich. So. Also beide, wo ich stelle einfach nichts um. Ich nehme es einfach so, wie es aus der Box kommt sozusagen. Ich finde es cool, dass es lockt. Muss ich sagen. Finde ich schon gut. Wir könnten auch ein Lagerfeuer mal anfangen, damit ich mal das Fleisch braten kann. Weil auch wenn die Werte oben sind, Stroh und Stein, auch wenn die Werte oben sind, kriege ich langsam Hunger hier, mein Charakter. Ah, es ist einfach geil. Wir werden halt so schnell, das Early Game überspringen wir ja im Wesentlichen irgendwie. Wir kommen schnell ins Mid Game und auch schnell ins Late Game. Und da wird es ja interessant halt. Richtung Boss. Ich habe da auch Bock drauf, das hier auch zu schaffen, dass wir einfach komplett da mal den Overseer auseinandernehmen. Weil das habe ich zum Beispiel noch nicht gemacht. Ich war in der Boss-Arena drin und so. Ich finde es einfach maximal frustrierend, dass du dir die Dinos züchtest. Es dauert unglaublich lange. Und dann ist in einem Fight einfach alles weg irgendwie, wenn es schlecht läuft, ne? So. Aber das ist ja in Ordnung, weil man sich die Sachen ja so einstellen kann, dass es dann eben passt. Und ich habe ja nun mal auch nicht unendlich viel Zeit. Und ich finde, das ist auch nochmal, glaube ich, eine gute Message halt, ne, für alle Leute, die im Singleplayer spielen. Weil es ist ja immer so das Ding,
dass es Leute gibt, die einem vorschreiben wollen, wie man Ark zu spielen hat. Dabei bietet Ark ja super viele Möglichkeiten. Ja, Dinge für sich und seine. Ich hätte es gar nicht auf ein Fundament machen müssen, übrigens, ne? Ja. Also Dinge für sich anzupassen, dass es für einen selbst eben passt und Spaß macht. Und das finde ich, ist, glaube ich, auch das Wichtigste irgendwie. Hat nicht jeder gleich viel Zeit und trotzdem kann man das Game ja enjoyen, eben halt im. Ja, so wie man da eben Zeit für hat. Das finde ich, glaube ich, gut. So, wir haben noch Leder. Ich baller, glaube ich, einmal die Lederrüstung durch. Weil dann bin ich schon quasi full equipped. Dann habe ich schon sehr viel, was ich brauche. Lederrüstung ist da bei mir immer sehr hoch im Kurs. Und dann müsste auch schon ein bisschen Fleisch, glaube ich, fertig sein. Ne? Eins zumindest. Jetzt legen wir uns, glaube ich, mal hinten hin. Ich muss eh nochmal gucken mit der Leiste, wie ich das jetzt halt mache. Also mit der Verteilung, ne? Wo ich die Sachen hinlege, wo ich die Gegenstände hinlege und so. Weil jetzt ist es LB und dann da hinten ist nicht so. Ja, weiß nicht. Muss man sich dran gewöhnen. Ist halt auf der Konsole, auf dem PC alles ein bisschen anders. Im Sinne von, dass man eben auch schnell da rankommt an die Dinge, die man eben braucht, ne? Naja. Also, das lassen wir mal durchbraten. Also, eins nehme ich mir jetzt noch mit. Das. Nicht das. Eins nehme ich mit. Das esse ich direkt. Das esse ich direkt. Und dann können wir uns eigentlich an die anderen Sachen ranmachen. Und zwar mal das hier rausnehmen. Und hier rüberlegen. Und unter Waffen, Nahkampf, haben wir dann hier unsere Axt und Spitzhacke. Und die müssen wir beide herstellen können. Wir haben genügend Leder. Theoretisch. Und Holz war das, glaube ich, ne? Was da eben angezeigt worden ist. Es muss doch irgendwie eine Sache geben, wie ich das da alles schnell rüberkriegen kann. Was fehlt dafür? Leder fehlt dafür. Naja. Dodos waren jetzt hier nicht wirklich welche, ne? Dann fahren wir vielleicht gleich einmal eben rüber. Ich werde mir zumindest jetzt schon mal eine Metallaxt. So, das ist schon mal Schritt 1. Und dann brauchen wir eigentlich. Ich hätte die Spitzhacke machen müssen, weil ich dann näher an Metall rankomme. Ist aber nicht so tragisch. Wir gehen mal eben mit dem Speer rüber. Können wir noch Pfeile machen? Ja, können wir. Alle herstellen 38 Stück. Der Para sieht auch cool aus. Und da hängen wieder zwei Stück ineinander. Ja, scheint drei sogar. Ja. Scheint leider irgendwie ein Ding zu sein. Was ist denn bei dem Kollegen hier? 60. Ist ja immer so ein bisschen das Ding, ne? Bei The Island High Level Dinos zu finden. Wir brauchen aber auch nicht so. 35 würde schon passen für mich zum Beispiel. So, mit dem Floß einmal rüber. Ich habe nicht so das große Interesse ohne krass. So gut, ja. Nee, alles gut, alles gut, alles gut. Ich dachte gerade, wieso habe ich nicht noch gefahren für die Armbrust und so? Was machen wir gleich mit dem Anki? Also, nächste Mission ist, einen Anki zu holen. Und damit können wir dann weiter farmen. Jetzt müssen wir nur aufpassen, eben beim Übersetzen war ja hier schon das Problem. Ich habe kein Bett, ich habe keinen Schlafsack. Ich fahre einfach so rüber. Wir würden ja unter. Ich verhungere schon wieder, weil mir andauernd kalt ist, ne? Ich muss auf Resistenz die nächsten Punkte gehen. Ja. Oh, jojojo, er ist da. Er ist so da. Ist das nervig. Ich muss gleich mal gucken, wie viel AP mein Bono hat. Ob der noch einen Hit aushält, ob ich das reparieren kann, keine Ahnung. Ja, den brauche ich jetzt auch noch unbedingt hier. Den Vogel. So. Oha, oha. Ja, nehmen wir mit. Oh mein Gott. Alles, wir nehmen einfach. Nein, andere Richtung, andere Richtung. Ja, krass, wir haben Anki-Sattel einfach.
Und wir haben noch Betäubungspfeile dazu bekommen und wir haben Kristall. Das ist sehr, sehr gut. Einfach mal in mein Inventar. Habe ich noch irgendwie Beeren? Nein. Ja, dann können wir eigentlich schon wieder. Nee, können wir nicht rüber machen. Ich brauche Leder. Und ich brauche Level. Ja, schön vorbeigesetzt. Ja, schön vorbeigesetzt. Er läuft ins Meer. Ich fasse das nicht. Ach so! Ja, finde ich gut. Ach, wieder mit einem. Warum haben die denn alle mal Jungtiere dabei? Der nervt mich jetzt schon ein bisschen, muss ich sagen. Ja, finde ich crazy, dass die einen angreifen jetzt. Finde ich richtig gut. Ist halt ein neuer Twist zum Game irgendwie, ne? So. Hallo? Wie viel Leben hast du denn bitte, ja? Ich muss unbedingt noch die Hitmarker, also die, nicht die Hitmarker, sondern die Schadenszahlen einstellen, finde ich wichtig. Ja, okay, du darfst leben. Ist in Ordnung. Wofür brauchte ich Leder? Für die weitere Herstellung, ne? Das heißt, eigentlich können wir jetzt Bolas herstellen, können Anki damit, können betäuben mit den 20 Pfeilen, die wir haben. 30 Pfeile sogar. Müssen wir mal kurz gucken, ob wir darüber kommen. Und ich wollte gerne noch Level kriegen. Damit. Ja, bringt das jetzt irgendwie was hier viel? Ja, schon. Ich fahre mal eben schnell hier einfach ein paar Sachen lang. Das geht ganz gut hoch im Level. Sehe ich gerade. Ja, das Einzige wäre auch noch irgendwie Chitin zu bekommen, ne? Für den Sattel für den Petri. Weil dann können wir mehr Level noch. Dann können wir nämlich einmal die große Runde fliegen und nochmal Explorer-Nodes sammeln, die halt weiter auf Dämme verteilt sind, die ich kenne. Also es gibt ja hier immer auch, es gibt ja Routen dafür, ne, die Leute im Kopf haben. Ich habe sie nicht im Kopf. So, ich habe halt ein paar, die ich kenne und die fliege ich dann an. Dann sind wir auch einmal über die gesamte Map rüber. Und dann können wir uns auch im nächsten Schritt eigentlich um einen Agi kümmern. Also Anki, Petri, Agi, Dödi, irgendwie so. So, dann gehen wir mal ein bisschen auf Resistenz. Das mache ich, glaube ich, auf 10 hoch. Ist ja super nervig. Und mal gucken, was das Floß jetzt sagt. Auch schon Level 69 ist auch verrückt eigentlich. Ja, das hat aber noch. Das hat noch Dings. Das hält noch ein bisschen was aus, aber wir können das reparieren. Wie repariere ich das denn? Für Option halten. Abreißen? Nein. Reparieren. Ich setze mich mal eben auf. So. Ist repariert? Nee, nicht ganz, aber wir können fahren. Dann fahren wir. Ja, gut, dass die Hitbox auch nicht so krass ist. Mal gucken, dass wir möglichst den kürzesten Weg fahren. Aber er hat uns einmal gehittet, nee, zweimal und das Ding hält. Ich habe immer gedacht, wenn der einen angreift, dass dann direkt Feierabend ist. Ist ja zum Glück nicht. Ist trotzdem gruselig, weil man ihn auf jeden Fall einmal hört, wie er laut grunzt und dann angreift. Wo ist er? Ja, nicht da. Doch, da ist er, hinter uns. Gerade gehört. Da ist er. Eieieiei, ist der groß. Also, grunzen, ne? Fisch, der grunzt, ist klar. Paar Sekunden haben wir auch noch fürs Leveling. Würde sagen, wir stellen mal eben eine Spitzhacke her, ein paar Bolas und dann geht das ab auf den Anki. Nehmen wir, ich weiß halt nicht.
Ja, doch, wir nehmen einfach irgendwie irgendwas vom Low-Level. Wäre natürlich ein bisschen besser, wenn er ein bisschen höher ist, aber es passt schon. So, Nahkampf, die Spitzhacke. Und dafür brauche ich Leder. Packe ich mal eben komplett rüber. Nehme das wieder raus. Dann haben wir eine Spitzhacke. Was das angeht, auch erstmal gut ausgerüstet. Ah, cool. Das hat ja richtig viel gebracht hier mit dem Holz. Ich habe zu wenig Holz einfach wahrscheinlich drin, ne? So, dann wollen wir im Bogen mal. Wobei. Falscher Knopf. Die Armbrust. Wo haben wir sie denn? Die müsste ja auch relativ weit unten sein. Da. Die braucht 7 Metallbarren. Ja, das kriegen wir noch hin. Das fahren wir eben selber raus, weil dann können wir den Anki mit der Armbrust betäuben. Das fände ich, glaube ich, besser. Ich sterbe schon wieder vor Hunger. Ich habe ja noch ein bisschen. Ich kann mal eben hier unten. So, dann gehen wir hoch zu unserer Quelle. Ist der eigentlich der Anhideofen? Ne, habe ich ausgemacht, ne? Ne, das Holz rausgenommen. Auch cool. Also noch ein bisschen Holz und ein bisschen Metall. Dann ballern wir eine Armbrust durch und dann holen wir uns einen Anki. Und dann sind wir, was so Metall, Kristall, Obsidian und so angeht, sind wir erstmal fein durch. Und unter Umständen brauchen wir auch ein Gewächshaus. Und dann ist auch die Frage... Ah, es gibt noch... Gibt es schon Kryopods wieder oder nicht? Waren ja am Anfang nicht da. Es ist auch die Frage, ob wir überhaupt jetzt hier den Anki ziehen sollten oder nicht. Oder ob wir einfach weiterziehen. Hallo. Und uns dann irgendwo mitten auf der Map was holen. Wenn wir mit dem Petri... Vielleicht machen wir erst den Petri, aber dann brauchen wir Chitin. Habe ich den schon gelernt, den Sattel? Chitin ist immer so ein bisschen so eine Sache. Nee, haben wir nicht. Dann müsste ich alles, was ich nicht brauche, hier lassen. Können wir uns ein Wasserglas machen, zum Beispiel mit Kristall? Ach, das haben wir ja. Wir haben auch Kristall. Wir können Wasserglas machen. Brauchen wir da nicht irgendwie auch Zement für? War das nicht irgendwie so? Wasser. Glas. So, ja, Zement brauchen wir auch. Kommen wir jetzt auch erstmal nicht ran. Ist zu weit weg. Wir holen mal eben ein bisschen Metall raus. Ja, reicht schon. Sonst komme ich nicht mehr. Ich bin schon zu langsam. Stein mal wegschmeißen. Ja, das Ding ist, wenn wir halt nur mit dem Petri losziehen sozusagen, dann müssen wir relativ leicht sein oder einen relativ hohen Level halt erwischen beim Petri, ne? Weil ich habe jetzt alle Explorer-Nodes quasi, die ich hier kenne, aufgebraucht. Das heißt, wir können jetzt nicht mit ihm da reinfliegen und die Sachen aufsammeln. Das ist ein bisschen blöd. Tatsächlich, aber schauen wir mal. Weil ich mir nämlich gerade überlege, wenn wir jetzt hier ein Anki zähmen, wie viel Sinn ergibt das? Weil ich eigentlich von hier wieder weg möchte. Beziehungsweise, hier sind ja in der Nähe 3 Höhlen, glaube ich. Also eine ist ja gegenüber. Quasi ziemlich genau da so ist eine Höhle. Da in der Richtung, bei Südzone 2 ist eine Höhle und so. Also wir könnten von hier aus auch schon ein paar Sachen machen. Müssen wir mal gucken. Ich bin unentschlossen, was den Basebau angeht. Ihr könnt auch dazu, das könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, weil vom Ding her, ja, bin ich, glaube ich, bis zur nächsten Folge, kann ich die Kommentare lesen quasi und dann gucken, was vielleicht ein schlauer Basebot wäre. Ich möchte gerne einmal alles nur haben. Ja, das ist nicht der Fall. Armbrust. Waffen entfernt. Armbrust. Holz haben wir drin. Fasern haben wir nicht drin. Fasern haben wir aber genug.
Und Metallbarren. Komm. Ja, oder zähme ich mir irgendeinen schnellen Mount, dass wir halt ohne Flugdino, weil dann spare ich mir quasi das Chitin, dass wir ohne schnellen Flugdino, dass wir ohne Flugdino halt zu Fuß längs kommen. Das würde auch gehen. Dass wir quasi erstmal auf den Agi gehen oder so. Weil das wäre auch schon möglich. Jupp, wäre möglich. Ja, brauchen wir auch Chitin für. Muss ich gleich mal gucken im Wasser. Da könnte ja was sein. Also, wie viel waren das hier? Das waren nicht viel, ne? Das waren irgendwie 10 oder so. 7 waren das sogar nur. Einen haben wir sogar noch drin. Dann geht das gleich los. Da haben wir's. Dann einmal ran. Armbrust brauchen wir so oder so. Die Frage ist jetzt halt nur. Die Frage, da sind die Bolas. Ich wollte Bolas sagen, aber das sind Bolas oder die Siva. Stein brauchen wir ein bisschen. Die Frage ist halt jetzt, ob wir da was zähmen oder nicht. Ob wir die Operation quasi von hier aus starten. Beziehungsweise was wir zähmen. Bolas brauchen wir so oder so. Ich guck mal, ob wir Chitin finden, weil ich würde dann, glaube ich, echt auf den Pete gehen, dass wir dann... Mann, das waren 15 Stück davon. Dass wir dann zu einem anderen Base-Spot kommen, der ein bisschen zentraler liegt quasi für alle anderen Höhlen und so. Dass wir dann da auch den Döli bekommen, einen Anki bekommen, eine Agi bekommen und sowas. Um dann halt auch einfach farmen zu können. Die Sachen, die wir irgendwie brauchen. Ich gehe nochmal auf Resistenz. Singleplayer ist insane, was Level angeht. Vor allem, wenn man halt Explorer Notes kennt, so. Würde jetzt demnächst, also würde jetzt langsamer gehen eigentlich noch, ne? Mal gucken. Ich guck mal im Wasser rum, ob wir hier nicht irgendwie was finden, beziehungsweise Armbrust möchte ich schon mal haben. Das wäre doch schon mal toll. Und können wir noch ein paar Pfeile, die wir craften können? Jo, 2. Cool. Richtig die Welt einmal. Das müssen wir dann hier zwar auch alles neu machen, aber eigentlich müssen wir nichts mitnehmen, außer halt den Sattel für den Anki und halt das, was wir so am Mann haben. Also, ne, so Bolas können wir mitnehmen, ja. Die Armbrust, Axt und so auch alles, aber sonst war's das halt. So, guck mal, das können wir mal durchtauschen. Und dann gucke ich mal eben, ob ich hier im Wasser schon was finde. An Chitin. Weil die Trilobites eigentlich immer gut was bringen. Und manchmal hängen die ja am Strand rum. Andere Alternative wäre natürlich, noch so ein paar Fliegen zu klatschen. Da müssen wir mal so ein bisschen mehr in den Dschungel rein. Weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Oder wir fahren mal da hinten hin zum Drop eben. Das können wir mal eben machen. Und dann auf der Seite den Strand abchecken. Weil vom Ding her haben wir alles. Bisschen Fleisch könnte ich noch mitnehmen, das ist so ein bisschen das Problem. Aber sonst sieht das tatsächlich schon sehr gut aus. Ja, ist auch nichts mehr drin. Ah ja, perfekt. Dann nehmen wir auch kein Fleisch mit. Das... Ah, ich habe noch so viel Metall, ne? Egal. Was wollte ich machen? Rüberfahren, ne? Mit dem Floß. Ich wollte nur Fleisch mitnehmen. Das war's. Da hinten ist nämlich ein blauer Drop. Und eben hatten wir ziemlich viel Glück damit. Ich bin auch fast voll beladen. Ich könnte nochmal wieder ein bisschen was da aussortieren. Die Hitbox ist der Hammer. Einfach wirklich... So, wenn ich hier gleich raus bin, werde ich gleich wieder Richtung Himmel gucken, denn das ist so ein bisschen der FPS-Boost für uns. Wenn wir am Fahren sind auf dem offenen Meer. Die Strecke ist relativ weit, ne? Das stresst mich jetzt ein bisschen. Weil dann unser bester Freund kommt. So, guck mal.
Ist hinter uns, der kommt jetzt. Der macht uns platt. Der kommt. Jo. Shit. Das ist gar nicht gut. Ach, ich sehe oben rechts das Leben vom Fluss. Dann ist doch alles in Ordnung. Kann mir nicht vorstellen, dass der ganz in die Bucht reinkommt. Oh, was zumindest. Hallo, ist doch gut jetzt. Ist der denn nah dran? Und vor allem, was ist das da im Wasser? Das sind Vögel einfach, ne? Oder was? Was ist denn das? Petris sind das einfach, die da zusammenfliegen. Man sieht es so undeutlich. So, aber hier. Ganze Trike-Familie. Irgendwie eine Rex noch daneben. Okay. Also, weil hier auf der rechten Seite hinter dem Berg ist quasi immer. Ist eine Höhle, wo man rein kann. Ist das noch ein Rex oder ist das ein Diplo? Der nächste Dino ever. Die Frage ist ja auch zum Beispiel, ob man an so einem Obi hier sein Lager aufschlagen möchte oder nicht. Ginge ja auch. Dann kann man die Bossfights halt schnell machen, ne? Weil wir brauchen halt keine große Base, um hier irgendwas zu starten. So. Guten Tag. Ich würde gerne hier einmal den... Ah ja. Oh. Ey, heute ist aber auch lucky, ne? Falsch rum. Darum. Haben wir denn damit genug für den Pete? Wo ist er denn? Ja, haben wir. Krass. Haben wir damit auch genug für den Agi? Ist die Frage. Weil dann können wir das überspringen. Haben wir nicht. Brauchen noch ein bisschen Leder. Und dann könnte man sich einen Peach schnappen. Noch gute Raptoren auf jeden Fall. Und der Rex hat erstmal den Bronto dort erledigt. Ich fahre jetzt mal ein bisschen raus, ne, weil ich möchte gerne Leder holen und das ist mir hier zu gefährlich. Und wir müssen da noch ein paar... Nein! Hör auf. Ah. Jetzt ist doch die Frage, welches Level hat der Rex? Das geht. Seit wann laufen die denn am Strand rum? Ich habe noch kein Fernglas. Kann ich mir ein Fernglas craften, ist die Frage. Weil das wäre jetzt auch mal relevant. Wir haben ja schon... Fernrohr. So, das können wir craften. Da gehen wir rein. Falsche Taste. Weil das interessiert mich jetzt, was der Rex da hat. Weil in Ovis wäre jetzt schon... Da haben wir es. Was brauche ich? Holz habe ich keins dabei. Das machen wir doch mal schnell. Ovis ist ja jetzt... Ovis wäre Overkill. So, einmal herstellen. Das wäre schon ziemlich gut, das zu haben. Wenn, also wenn es halt ein krasser Rex ist, ne? Das muss man dazu sagen. Sonst lohnt sich das auch nicht. Dann ist es einfach nur so... Halt, um Rex zu zähmen. War mein? Ah, Level 15. Ja, siehst du. Das ist halt Quatsch. Muss man leider sagen. Ich brauche aber eh Leder, ne? Dann kann ich den eben auch hier umnocken. Ich bowler den einfach mal. Level 20. Das ist aber auch schnell vorbei, die Geschichte. Ja. Ach, Pelz kriegen wir da auch raus. Ja, oh mein Gott. Ich muss mal kurz gucken, dass uns der Rex jetzt hier nicht hops nimmt, aber wenn wir jetzt die Pelzrüstung mit craften können, wäre auch krass. Da habe ich mich kurz erschrocken, ne? Was brauchen wir denn dafür? Leder, Metall, ach, Metallbarren brauchen wir da ganz viele für. Vom Ding her aber...
bin ja auch so ein... Also, ich kann mir doch mal eine Kiste eben craften und das aufs Floß packen. Und wir brauchen auch... Eigentlich kann ich auch mit dem ganzen Floß einmal um die Insel ballern. Und dann brauchen wir noch gar kein Tier zähmen. Also, wir zähmen ja später noch genug. Quasi. Da haben wir die... Das ist eine Foundation. Nee. Freunde. Der geht jetzt mal weg, der Rex. Oh nein. Ach nee. Ich hasse dich so sehr. Ich kann nicht laufen. Doch, ich kann laufen. Ah! Nein! Ja, ey, das ist doch jetzt ein Witz. Fahr! Der hat mir einfach eiskalt meine Armbrust weggefressen. Ja, Moment. So. Ich habe eine Kiste gecraftet. Die hauen wir ja rauf. Da ballern wir jetzt schon mal Sachen rein. Ablegen. Ich wollte gerade sagen, jetzt lege ich das ab und dann ist es aber nicht in der Kiste oder was? Falsch geklickt. So. Bogenreiner brauchen wir gerade nicht. Kristallreiner brauchen wir gerade nicht. Wolle da schon mal rein, brauchen wir gerade nicht. Chitin ja wiegt nichts. Egal. So, weil ich würde... Nee, warte mal. Liegt das Ovis da noch oder das ist gefressen? Mann, gut, dass wir die Werkbank noch haben auf der anderen Seite. Und uns gleich noch wieder eine Armbrust craften können. Das ist ja mega nervig. Hängt aber, glaube ich, gerade in den Bäumen fest. Kann aber auch nicht sein, ne? Das Ovis liegt doch da noch, oder nicht? Ich fahre mal so fluchtbereit ran, weil das würde ich gerne jetzt noch leer farmen. Damit überspringen wir nämlich echt Sachen. Schneerüstung nämlich wichtig. Okay, da kommt ja ein Selfie raus. Ich lager noch einmal zwischen. Cool. Ah, passt. Warmers. Da. Müsste noch ein zweiter Stack sein, ne? Ah, kann ich irgendwie da hinten gucken, wo ich mich direkt drehe? Oh, der ist aber wirklich nah dran, das ist blöd. Musik hört aber schon wieder aus. Auf. Ach, er ist schon wieder auf dem Gelände da unterwegs. So, irgendwo hier haben wir noch Kummer. So ein komischer Start irgendwie gerade. Ja. Lassen wir erstmal so. Ich hoffe, ich fahre nochmal vorbei und gucke nochmal, ob er das jetzt gefressen hat oder nicht. Ja, das sind solche Mistviecher wirklich. Wo ist er denn jetzt? Mikroraptor. Wo ist der Rex? Ich gehe nochmal ran, ich mache mir nochmal voll damit. Ach, bin ich dumm. Ha! Let's go. Ah, ich kann nicht jumpen damit. Bitter. Ich kann es abbauen, aber ne? So, jetzt haben wir das auch komplett. Sehr gut.